Und damit herzlich willkommen zurück zu Serious Sam. Indeed. Dem zweiten Teil mit Kirschi. Ja, moin. Ich wollte gerade sagen, man kann die Bäume hier nicht mehr fällen, aber kann man doch. Nice. Tut dir das eigentlich weh? Nein, okay. Da vorne sind zwei Jugendliche, die sich anscheinend mögen. What the fuck bist du? Auf jeden Fall ist es nicht tötbar, was auch immer es ist. Und wir können auf Wasser stehen, nice. Okay, ich wollte gerade sagen, und hier nicht wieder rauskommen, aber... Ja, wo man reinkommt, guckt mal wieder hinaus. Ja, mei. Also er sieht auf jeden Fall dumm aus. Das gilt für alles außer der Mafia. Du kommst schon wieder raus. Ja, in einem Leichensack zählt nicht. Ja, Tongfüßen schon, oder? Eher weniger, aber vielleicht ein bisschen mehr, ja. Zagreb. Zagreb. Okay, kann man nicht zerschießen. So wie Samu, so wie. So wie Samu, so wie. Nie problema, Blatt. Hä? Ich hab hier ein Dingens gefunden. Oh, ich bin auch da reingegangen. Und da bist du. Ja, ich bin schon durch. Ich sehe. Ich erkenne. Geheime Rüstung? Ne, keine geheime Rüstung, nur eine Rüstung. Okay. Ja, das ist die Area gewesen. Was für eine Area? Ist ja schon Secret Area gewesen. Ach so. Ach, Secret Teleport. Okay, geht's ja weiter? Das frage ich mich jetzt auch. Hey, ich andere Richtung. Anscheinend. Zagreb. Was auch immer das heißen soll. Zagreb ist, ich glaube, hallo? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, irgendwas in die Richtung Slowakisch oder so. Entschuldigung an alle Dingens, die wissen, was das ist und wir einfach vielleicht nur zu dumm sind. Aber du vergisst, ne? Alle Sprachen aus dem Osten sind Russisch. Ach ja, stimmt. Ha, sie läuft weg. Haferecke ist ungefähr. Au. Okay. Da ist noch... Achso, da ist ein Serious Damage oder sowas. Sehe ich nicht. Aua. Vielleicht spawnt das bei dir noch. Alter, bei Gott. Hier ist was. Aua. Was war das jetzt? Keine Ahnung, es wurde mir direkt wieder entrissen. Durch meinen eigenen Tod. Oh hey, da sind eine Menge Rockets, die nehme ich doch einmal. Aua. Aua. Sag mal, hört's ja mal wieder auf oder wolltest du noch weiter spawnen hier? Safe fix, Halleluja. Okay, sie hören auch wieder auf. Mehr oder minder. Zagreb. Zagreb. Wie der Bayer sagt. Zagreb. Zagreb. Aua. Hast du mir gerade eventuell in den Rücken geschossen, ein bisschen? Ja, aber du rennst halt auch die ganze Zeit in meine Schusser. Ja, ich sehe auch nicht, wo du hinzielst, ne? Aua. Bei Gott, mein PC strömt so eine Hitze aus. Dabei ist das hier nur ein Spiel von vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, Alter. Ich glaube, so alles nicht. Also, ich habe vorher noch Lochkarten reinschieben müssen. Mein PC. Geh mal in eine andere Richtung als du. Achso, hier ist nichts. Okay. Das ist okay, gar saving. Nichts, gar nicht. Ah, doch, ein Treasure. Nice. Zombies. Mit Shotguns. Kannst du bitte nicht an meinem Mikrofon rumstokeln? Wer? Ja, das ist cool, die kannst du gleich alle hier stehen lassen, aber lass bitte an meinem Mikrofon in Ruhe. Ich verstehe kein Wort, was willst du? Ah. Das ist schön. Au. Danke. Sehr schön. Da ist er. Aua. Bruder. Hier ist wieder ein Brunnen. Hier nichts Spezielles drin? Nee, auch nicht. Armbür. Komm mal nicht mehr weg. Au, au, au. Ich weiß nicht, wo du bist. Aus dem Brunnen komme ich nicht mehr raus. Nice. Except not so.
Ah, das klickt. Ja, kurz den zweiten Kopfhörer mal wieder aufsetzen. Ach, Kopfhörer optional. Nee, du hörst mich über Gedanken übertragen. Nee. Telekinese. Telekinese ist Dinge bewegen. Telepathie meinst du aber. Oh, ja. Außerdem stimmt das gar nicht. Telekinese ist ein Asiate, der vom Fernseher sitzt. Das ist schon ein bisschen rassistisch. Nee, Quatsch. Abisser vielleicht. Abisser, ja, ganz klar ein Abisser. Aber weißt du, die heißen ja zum Glück auch nicht Chinesen, sondern Chinesen. Ich guck im Duden. Nachweis, dass sie auch Chinesen heißen. Ja, aber da steht auch drin, es heißt Kaktusse. Was? Ja? Kaktusse ist, glaube ich, offiziell im Duden. Also das ist mir neu. Ich könnte es mir aber leider vorstellen, nachdem Gucken mit K da auch drin steht inzwischen. Ach, ich soll's eigentlich nicht haten. So, es ist halt nun mal so. Man sagt halt nun mal auch Gucken. Sprachen verändern sich halt auch im Laufe der Zeit. Sollte man mit sonst klarkommen. Sonst würden wir alle noch Griechisch sprechen oder so eine Scheiße. Latein! Hominus Petrus Maximus. Ja, aber wir sind ja germanisch, also nicht Latein. Durch... Nicht mal durch, Ich glaube, Germanisch stammt nicht von Lateinischen ab. Ich bin mir aber nicht sicher, die Diskussion gestern schon. Ich glaube schon. Aber das müsste ich nochmal googeln. Wie gesagt, gestern schon. Fun Fact, Tomaten sind keine Früchte. Sind kein Gemüse und kein Obst. Was sind Tomaten? Fruchtgemüse. Fruchtgemüse, schön. Ja. Hier. Da muss das ist ein Ding aus Gemüse und Obst. Ja, haben wir nicht. Da ist Arme. Fisch denken. Was denken? Gleich. Diese Kanalisation erinnert mich stark an The Witcher 1. Da gab es nämlich so eine ähnliche Kanalisation. Mich an Oblivion. Die sah anders aus. Ja, das mag sein. Ich bin nicht so gut im Oblivion zu spielen. Erkennen von Dingen. Ja, stimme zu. Sehr gutes Spiel. Hab's lange nicht gespielt, aber ich glaube, es ist nicht gut gealtert. Ich glaube, es ist gar nicht gut gealtert. Das müsste ich eigentlich mal probieren. Ich hab's echt zuletzt vor über 5 Jahren gespielt. Vielleicht sogar 10. Heilige, ist das lang her. F. Du hast es, okay, ich konnte mich nicht anbringen. Nee, wir hatten es beide eigentlich. Also du hast es eingesammelt und eigentlich hatten wir es dann beide. Aber ich stand halt richtig gut im Weg rum und du hast gerade Schaden gekriegt. Nee. Eigentlich nicht, glaube ich. Okay. Es wirkte von meiner Position aus so, als ob du mich rangeschoben hast. Kann aber auch einfach mal wieder ein Bug gewesen sein, wie dauernd. Kann auch sein, dass ich dich irgendwann vorher irgendwann berührt habe und so 5 Sekunden später kam dann der Input dessen. Possible. El Niño está locos? Nee, El Niño está locos, glaube ich. See, Flägen. See. Ah! La gatos están locos. Was ist mit den Katzen? Sind verrückt. Ah, ja, das ist korrekt. Und zwar einfach Katzen, also alle. Und ist auch so. Können wir beide ja bestätigen. Ja. Hier ist ein Fernseher. Jetzt gewesen. Nicht mehr. Au. Diese komischen Schreie von überall, ne? Ja, die sind schon weird. Ich glaube, das Spiel möchte gruselig sein. Ja. Gar nicht mal so so sehr am Versagen damit, finde ich. Schon. Ja, okay, es macht wenig Unterschied. Aber es macht ein bisschen Unterschied. Das ist schon mehr, als man sich erhoffen hätte können eigentlich. Was fällt denn da rein? Grüne komische Dinger. Okay, ich glaube, das Spiel möchte gar nicht gruselig sein. Ich glaube, das Spiel tut so, als würde es gruselig sein wollen. Es parodiert gruselig. Weil die Musik, die ich gerade gehört habe, das war zu klar. Parodisch. Ah! So viele von denen! Muy loco.
dürfen wir hier wieder raus, ja, danke. Geil. Oh. Hey, ich will das Leben auch haben. Also selbst die wie heißen so Schockmomente? Jumpscares. Jumpscares sind nicht gut gemacht. Springstrecken, ja. Ja. Aber Springstrecken sind nochmal was anderes. Springstrecken sind ganz niedliche Tiere eigentlich. Klingt so eigentlich, ja. Ich kenne nur kein Tier, das so heißt, aber das könnte auch an mir liegen, weil ich Natur nicht kenne. Stabspinnen. Bitte was? Stabspinnen? Ja. Ich glaube, Entschuldigung. Ich glaube, ich könnte da schon mal Bilder von gesehen haben. Die kannst du kaufen. Das sind Spinnen, die du nicht in Terrarium hältst, sondern die einfach an einem Stock in deinem Zimmer irgendwo sitzen. Ah. Ich kenne Spinnen. Die bleiben auch an dem Stock. Du musst sie nur füttern. Sonst fressen sie dich. Oh. Ja gut, dann. Ich kenne auf jeden Fall Spinnen, die, wenn man sie in Angst versetzt, anfangen zu wackeln. Und die sind todessüß. Ich hasse Spinnen. Ich habe nichts gegen Spinnen, aber gegen Weberknechte. Ne, Weberknechte finde ich eigentlich ganz sympathisch. Das ist irgendwie bei jedem so, den ich kenne, der ein Problem mit Spinnen hat, Weberknechte ganz sympathisch. Und bei mir ist ja, genau weil die halt nicht gegen so einen ekelhaft dicken Körper haben. Die sind voll, Dinge. Ich hab einfach nur 6 Meter lang Beine, das hab ich auch. Ja, ich meine, ich hab das ja auch, deswegen sollte ich mich eigentlich nicht dran stören, aber dadurch, dass die so dermaßen unproportional sind, die Weberknechte, machen sie mir irgendwie so ein bisschen Padders. Du bist auch dermaßen unproportional und ich auch. Ja, aber ich muss mich auch nicht die ganze Zeit sehen. Das ist richtig. Und bei Menschen habe ich damit irgendwie kein Problem, komischerweise. Oh, hey! Allgemein bei Menschen. Bitch. Pardon? Oh. Ich habe allgemein mit Menschen ein Problem. Ja, okay, das wiederum kann ich auch verstehen. Warum hat sie sich gerade vorne übergebückt? Mach das nochmal, dann nutze ich's. Verbeugt. Ach so. Das ist ein Kind, Kirschi. Ach so. Ja, ich meine, bei denen weiß man ja nie, ne? Du heißt doch nicht Niki. Ach so. Ja, stimmt, ich heiße Christian, hast recht. Niki und Dennis wussten nicht, wie Freddy mit zweitem Vornamen heißt. Scheiße, ich wusste es irgendwann mal. Ich sag's jetzt mal nicht für die Zuschauer. Ja. Aber ich kann dir einen Tipp geben, dann weißt du es nämlich auch. So wie dein Vorname. Also ist. Doch, okay. Ja, das habe ich mir schon. Also ich habe mir erst so kurz gedacht, dann so, war das das? Und dann, ah ja. Und dann haben wir ihnen halt einfach nur gesagt, mit A, und man könnte auch einen Frauennamen daraus machen. Und sie haben echt lange gebraucht. Man könnte auch, ja. Man könnte auch einen Frauennamen draus machen, hat sie wahrscheinlich voll auf die falsche Fährte gelockt, denke ich mir gerade so. Das ist relativ einfach eigentlich. Eigentlich schon, ja. Ich verstehe nur den Fehldenker, der dabei passieren kann. Oh! Hallo. Bumm. Bumm. Ah! In die andere Richtung geht es übrigens auch noch weiter. Okay. Hier sieht es richtig aus irgendwie. Was ist? Oh! Extra Life! Ich dachte, er hat eine Puppe. Ah, ja, okay, hier geht's nicht weiter. Ich weiß nicht, was sie da hat. Das ist eine Sexpuppe von dir. Ach nee, halt, die ist minderjährig. Richtig. Unterlassen Sie dies, das ist nicht richtig. Ich störe mich daran. Was? Unterlassungsklage. Ja. Gegen ein Klages. Sechsjähriges Mädchen oder so. Das ist ja noch nicht mal strafmündig. Erst ab 14. Ab 14 strafmündig, ab 7 glaube ich halb geschäftsfähig mit schwebend unwirksam oder so. Ja, mit schwebender Unwirksamkeit. Musste ich alles lernen. Warum? Ich habe das. Ja, okay. Ja, doch, warum? Wir hatten jetzt zum Beispiel: Kann sich ein minderjähriges Kind eine Busfahrkarte kaufen? Oh. Ich meine. Ja und nein? Nein, deshalb brauchen die erst ab 7 eine Busfahrkarte. Ah, ja, ich meine, sie können schon, aber es ist halt schwebend unwirksam, das Geschäft, ne? Und die also bei Busfahrkarten ist es, nee, bei Busfahrkarten nicht, weil es ein Kleinstbetrag ist. Ah. Monatskarte schwierig. Bitte? Monatskarte schwierig. Oh. Sehr interessant, das habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht gewusst.
Noch 5 Minuten. Ja, da passiert doch bestimmt nichts. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wirklich. Das wüsste ich auch gern. Get it. Ey, passiert nichts. Wir gehen jetzt einfach darüber und gehen hier raus. Okay. Oh, wir hätten damit rechnen können. Oh nein! Wie? Was? Hier sind Feinde? Wir müssen kämpfen? Unerwartet. Ich bin wenig überzeugend, aber das Spiel auch. True that. Nein, Shotgun-Zombie. Das sind überraschend wenig Gegner für so einen Riesenraum. Oh, hey. Ich will noch weitergehen. Ja, hoffentlich kommen dann auch mal genug, dass der Raum auch gefüllt wird, ne? Gehen wir einfach raus. Oder das. Komm. Ich sehe da hinten, glaube ich, ein Clear. Da ist ein Clear. Mit einem wirst du da wohl nicht auskommen. Ja, es sind vielleicht ein paar mehr geworden, gerade als ich das sagte dann. Es sind immer noch zu wenig Gegner für so einen großen Raum. Ja. So fuckt ein großer Raum halt noch deutlich mehr ab, weil du sie schlecht triffst. Ja, gut, das stimmt wohl. Deswegen beschwere ich mich ja auch. Oh, ich sitze gerade echt nicht gut. Ich habe die ganze Zeit meine Armkante so auf der Tischkante liegen, dass mein Arm einschläft. Ah, kenne ich. Muss ich zum Glück nicht mehr seit meinem neuen Schreibtisch. Ich muss mir auch mal einen neuen Schreibtisch bauen. Und mein Schreibtisch jetzt hat eine relativ dünne Tischplatte und dadurch kann man ihn nicht abrunden. Nicht anständig. Hm. Was hast du für einen Tisch? So ein... Ich schick nachher mal ein Bild, damit du es sehen kannst. Natürlich. Das ist auf jeden Fall der Tisch. Holztisch auf jeden Fall. Und so ein geht so ein bisschen um die Ecke. Hm? Echt Holztisch? Echt Holztisch. Massivholz. Nicht so... Hast du ein Lotto gewonnen? Hm? Hast du ein Lotto gewonnen? Nee, den gab's für relativ günstig über eBay Kleinanzeigen. Ah, ihr Kleinen zeigen sowieso beste Leben. True. Meine Freundin ist da auch unfassbar gut drin, solche Sachen zu finden. Ja, so. Meine leider nicht. Und ich habe echt immer kein Auto oder sowas zu suchen dann. Und ich habe auch keinen Bock mehr weit dafür zu fahren dann. Ja, das verstehe ich wiederum. Relativ. Also ich habe verhältnismäßig viele Autos in kurzer Zeit weit weg. Oh nein! Jetzt sind da wieder diese grünen Viecher, ne? Die kotzen. Ja, relativ viele Autos in relativ kurzer Zeit, relativ weit weg gekauft. Okay. Ah. Gar kein Bock mehr auf sowas, Understandable, though. Ah, okay. Ich hab Uno in Nürnberg gekauft, ich hab Uno in, Patenburg gekauft, ich hab Uno in Berlin gekauft. Ich hab einen 56er in fast Frankreich gekauft. Wir haben Chrissy Auto fast in Frankreich gekauft. Hm, ja, die das... Karre Udo haben wir auch am Arsch der Welt gekauft. Ja, da hätte ich jetzt auch nicht mehr die allergrößte Lust, so weit wegzufahren für sowas, ne? Ja. Meine 59er ist auch wieder in Berlin. Ach, irgendwann ist auch mal gut mit weit fahren für irgendeine Scheiße. Ja, true. Ich meine, für was richtig... Für eine Rift S könnte man schauen. What the fuck? Hm? Ich bin gerade durch die Welt geflogen. Oh, cool. Geht so? Also nein, auch für einen Rift S würde ich nicht weit fahren. Für eine Alphetta GT V4 würde ich schon sehr weit fahren. Hm. Ich kann fast bis nach Bruder, wir sollten das Level jetzt, glaube ich, nicht nochmal anfangen. Nein, sollten wir nicht. Ich bin mal fast bis nach Afrika wegen einem Auto gefahren. Alter! Ja. Ich hatte mir eine Fahrstrecke über Nahen Osten ausgesucht. Also so Alter. Voll durch Krisengebiete, Kriegsgebiete. Ja, da hat man richtig Lust. Das bringt gar nichts, das Auto zu holen, wenn da eine Autobombe dann drin steckt, ne? Also nee, wäre in Afrika gewesen. Also war in einem guten Teil von Afrika. Ach so, okay, gut. War nicht in unterdunkel Afrika. Ja, okay, nein. Gut. Gut, ich würde aber sagen, das reicht für jetzt, ne? Ja, 20 haben wir. Excusez-moi. 20 Minuten haben wir, sag ich. Ah ja, haben wir tatsächlich. Ich glaube, ich bin dran mit der Ausleitung, wenn ich mich recht entsinne, oder? Bist du. Okay,
Dann hoffe ich an der Stelle, euch hat der Part gefallen und man sieht sich vielleicht wieder im nächsten Part. Bis dahin haut rein, Leute. Tschüss. Ciao.